Wir machen heute Feuer und zwar mit Feuerzeug kann ja jeder. Wir machen das heute mit Messer und einem Feuerstahl. Ja, also mit dem Feuerstahl geht ganz einfach. Man zieht mit einer Klinge, es sollte nicht unbedingt von dem guten Fahrtmesser die Klinge sein, an den Stahl herunter. So, ihr nehmt am besten so ein Taschentuch, füllt das auseinander, damit ihr gleich einfach für die Funken so eine Art Nest habt, wo die sich drin platzieren können. So, ihr seht, hier blüht das jetzt schon. Jetzt haben wir hier so Holzwolle. Das können aber auch Späne sein. Die haben wir vorher ein wenig in Wachs getränkt. Und da fangen wir jetzt dann ganz langsam an, mit kleinem Holz was drauf zu legen. Das sind wie gesagt einfach Holzspäne. Die haben wir einfach in halben Wachs getränkt. Und die sind somit, sind das selbstgebaute Grillanzünder. Dadurch, dass die relativ schnell wegbrennen, müssen wir halt direkt zusehen, dass wir dünnes, kleines Holz da drauf kriegen und das Feuer dann jetzt immer weiter aufbauen. Wir haben jetzt hier, weil es vorhanden war, haben wir jetzt einfach trockenes Käferfichtenholz genommen und das halt mit einer Heppe bzw. Machete und einem Ball haben wir das klein gespalten. Der Feuerstahl, es erfordert ein wenig Übung. Man braucht auch immer ein paar mehr Versuche, aber es ist eine Möglichkeit, es ist nicht auf Gas angewiesen. Streichhölzer können nass werden. Damit kriegt ihr eigentlich immer ein Feuer an. Deswegen Feuerstahl und eine vernünftige, vielleicht Messerrückseite. Es sollte, wie gesagt, nicht die Klinge sein. Wir sollten eigentlich zur Grundausstattung gehören. Und wie wir jetzt auf so einem Feuer kochen können, und wie wir dort einen Topf drauf stellen können, beziehungsweise welche Wärme wir da nutzen können, das kommt jetzt. Das ist eigentlich so die Methode, die in den Gruppen weit verbreitet ist. Man hat eine Feuerschale, legt da drauf seinen Grillrost oder man hat extra Öfen, wo dann der Topf eingesetzt wird. Manche Gruppen haben alte Waschmaschinentrommeln, um dort den Topf dann drauf zu stellen. Der Vorteil ist, je nach Art und Weise oder wie das Ganze beschaffen ist, die Konstruktion, können bis zu 4 Töpfe gleichzeitig auf die Feuerstelle. Durch den relativ guten Stand auf der Fläche ist dort kann man dort alles kochen. Leider ist dort aber auch ein Nachteil, dass dadurch, dass man ja viel Material mitschleppen muss, dass man halt deutlich mehr Gewicht, deutlich mehr Platz im Anhänger benötigt oder im Fahrzeug. Auf dieser Stelle kann man, wie gesagt, alles kochen. Es sind Pfannen möglich, es sind Töpfe möglich und man kann das Feuer unter der Feuerstelle relativ gut regulieren und somit auch die Hitze in dem Topf. Hat man mehr Glut, hat man mehr Feuer, ist es halt immer so ein Spiel mit den Temperaturen. Dadurch, dass wir die Roste haben als Abstand zum Feuer, kann man das Feuer jederzeit gut nachlegen und man kann auch über eine sehr lange Zeit kochen. Bei dieser Variante hängt der Topf über der Feuerstelle und schwebt somit in der Luft. Sprich, es macht keinen Unterschied, ob wir ein kleines Feuer haben oder ein großes. Es muss nur passend der Topf drüber gehängt werden und kann meistens über die Kette oder über das Seil, je nachdem wie man den Topf dran hochzieht oder dran befestigt, kann die Wärme im Topf reguliert werden.
Bei dieser Variante kann man allerdings nur einen Topf auf dem Feuer haben, mit dem man kochen kann. Auch Anbraten in einem Hortentott wird dort sehr schwierig. Generell sind Arbeitsschritte, die man in der Pfanne macht, beziehungsweise Pfannengerichte, bei dieser Methode nicht möglich. Es sei denn, man hat eine Spezialpfanne, die man wie eine Art Grillrost über das Feuer hängen kann. Wie gesagt, also der Vorteil bei dieser Methode ist halt, dass die Größe des Feuers eigentlich keine Rolle spielt. Sprich, man könnte auch abends in der Singerunde einen Chai am Feuer kochen, ohne irgendwie jetzt extra Kleinholz zu machen, sondern auch mit den großen Meterschalten zu kochen. Dadurch, dass der Topf frei schwingt und teilweise die Töpfe nicht gerade so die stabilsten sind, beziehungsweise kippelstabil sind, ist halt der große Nachteil, wenn die Masse, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Eintopf oder einen Chai kochen, in Schwung gerät, kann es auch ganz leicht vorkommen, dass der Topf umkippt. Klassische Anwendung für diese Art und Weise des Kochens am Feuer ist morgens das erste heiße Wasser für den Tee oder für den Kaffee. Der Pfiff macht Feuer, natürlich in der großen Feuerschale. Die Roste ist noch vom Vorabend weg, also steht die Kanne direkt an dem Feuer. Natürlich hat das einen Vorteil, man kann es immer und jederzeit machen. Allerdings hat man, wenn der Pott bzw. die Kanne am Feuer steht, hat man teilweise auf der einen Seite relativ große Hitze und auf der anderen Seite relativ wenig Hitze. Daher empfiehlt es sich, den Topf dann in die Glut zu stellen, wobei man dort dann halt auch regelmäßig kontrollieren muss. Nach etwa einer Dreiviertelstunde ist auch irgendwann die Glut weg, sodass man sich dort beim Kochen beeilen muss. Des Weiteren haben wir dort den Nachteil, also entweder haben wir die große Seitenhitze und wir haben eine gute Standfläche oder wir stellen den Topf rein und der Topf steht kippelig. Was je nachdem, wie gut das Feuer abgebrannt ist und wie viele Scheite oder welche Größe die Scheite vorher hatten, auch dann zu einem Umkippen des Topfs führen kann. Wie gesagt, diese Methode eignet sich besonders morgens für das erste Warmgetränk oder halt abends, um den Chai zu kochen oder halt auch warm zu halten. Jeder wird ihn mittlerweile kennen, aber wieso? Wer auf dem Backofen nicht verzichten möchte, greift zum Dutch-Ofen, Feuertopf oder zu der Kastenform zurück. Aus Gusseisen muss dieser allerdings sein, da Gusseisen aufgrund seiner Materialstärke und der guten Wärmeleitfähigkeiten die Wärme, die wir von unten bzw. von oben drauf packen, gut in der gesamten Form bzw. im gesamten Topf verteilen kann. Das ermöglicht uns Schmoren, Garen, Backen, sodass wir wirklich alles, was wir sonst auch zu Hause im Backofen oder in unserer Küche kochen können, wenn wir somit auch auf dem Lager kochen. Entweder man macht es mit Briketts oder mit Feuer. Je nach Übung fängt man am besten mit den Briketts an. Da gibt es jetzt extra Tabellen zu, wie viele Briketts oben und unten hin müssen, für welche Hitze. Der große Nachteil ist allerdings, Gusseisen ist so schwer, dass man den Dutch-Ofen nicht mal gerade eben mit aufs Tippel nimmt. Daher nutzen viele nur den Dutch-Ofen, wenn man wirklich, wie zum Beispiel auf einem Landeslager, eine feste Lagerstelle hat.